Hallo meine Lieben, ich bin Sarah van Raat und ich habe da mal was vorbereitet. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja, dass ich nicht nur sehr gerne stricke und leidenschaftlich gerne Wolle sammle, sondern auch sehr gerne nähe, egal ob mit der Nähmaschine oder mit der Hand. In letzter Zeit habe ich einfach nicht aufgehört mit dem Nähen und was daraus entstanden ist, ist mein kleines Label Art van Draht. In diesem Video erzähle ich meinen ganz persönlichen Werdegang, nehme euch ein bisschen mit hinter die Kulissen und plaudere natürlich ein bisschen aus dem Projekt-Täschlein. Ich habe mein Label Art van Draht genannt, weil es natürlich nahe liegt, irgendwas mit van Draht zu nehmen. Denn es soll natürlich auch einen Bezug zu Sarah van Draht haben. Und Art, Kunst von Faden, Art van Draht fand ich irgendwie sehr passend. Und es gibt mir natürlich auch ein bisschen Spielraum zu entscheiden, was Art van Draht, also Kunst vom Faden, bedeuten kann. Im vergangenen Jahr habe ich eine Delon gehostet und habe dort ein paar selbstgefärbte Ministränge verschenkt. Und ich wollte irgendwie, dass diese Ministränge besonders niedlich aussehen und habe mir überlegt, eine kleine Banderole zu designen. Und da ist das kleine Schäfchen entstanden, das ihr vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Kanal von Art van Draht entdeckt habt. Ursprünglich eigentlich nur eine kleine Spinnerei, haben dann ganz viele Leute, Freunde, Bekannte aus dem Umfeld zu mir gesagt, Mensch, mach doch da draus was. Das Schäfchen, das ist so cool, das hat so viel Charakter da, das musst du einfach weiterspinnen. Ich dachte eine ganze Weile, was soll ich daraus machen? Ich habe nicht wirklich eine originelle Idee. Ich habe halt nur dieses kecke Schäfchen, das so verwundert über die Schulter blickt. Also habe ich gegrübelt und gegrübelt und bin dann aber auch relativ schnell bei Projekttaschen für Handarbeitsbegeisterte hängen geblieben. Denn wie ihr vielleicht auch wisst, habe ich eine große Schwäche, dieserlei Täschlein zu nähen. Ein gewisser Zweifel hat mich seitdem aber trotzdem immer mal wieder begleitet, denn es gibt natürlich schon eine sehr große Szene, was Projekttaschennäherinnen und Näher angeht. Und es gibt ebenso eine Vielzahl wunderschöner, origineller Designs mit Innentaschen, Außentaschen, mit Tunnelzug, mit Reißverschluss und ihr wisst es selber, es gibt wirklich ein großes Angebot. Also überlegte ich, was ich als Unique Selling Point haben könnte, also irgendwas, was meine Projekttaschen besonders macht und es ist mir nach langem Grübeln einfach nichts eingefallen und irgendwann habe ich mir so einen großen Druck gemacht, dass ich das ganze Projekt am liebsten sofort wieder ad acta legen wollte. Aber dieser Funke, der da schon entstanden war, der glimmte noch eine ganze Weile weiter und ich musste an das Lied von Bruce Springsteen denken, Dancing in the Dark, da sagt er ja auch, you can't start a fire without a spark, also du kannst kein Feuer ohne einen Funken entzünden und dieser Funke war so stark, dass ich die Idee von Art van Draht mit dem Schäfchen doch nochmal wieder aufgenommen habe. Ab diesem Punkt habe ich dann begonnen, diese zweifelnde Stimme in meinem Kopf immer wieder zur Raison zu rufen und zur Seite zu schieben und war dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, sehe doch nicht die Taschen, also die Produkte, als das eigentliche Ziel an, sondern die gesamte Gründung. Zu so einer Gründung oder ein Unternehmen aufzubauen und wenn es nur so ein kleines Einzelunternehmen ist, gehört ja so viel mehr. Da kann man sich wirklich sehr kreativ austoben. Und ich habe es so als persönliche Herausforderung genommen und gesagt, okay Sarah, probier es doch einfach mal aus, mal gucken, was du sonst noch so alles auf der Kirsche hast und was du noch so leisten kannst.
und habe dann eben gesagt, okay, ich versuche es mal. Ich nehme mir einfach meine Projekttaschenform her, die ich bisher schon immer genäht habe. Da muss ich nicht viel groß nachdenken und das kann ich als weißes Canvas quasi benutzen, als sicheren Probierraum. Das, was ich euch gleich erzähle, das erscheint wahrscheinlich wie ein linearer Prozess, aber ich kann euch wirklich sagen, das war ein ganz chaotischer Prozess. Ich bin manchmal von Hölzchen aus Stückchen gekommen. Dann habe ich überlegt, wie mein Versand aussehen soll. Welche Materialien möchte ich verwenden? Dann, welche Taschen will ich nehmen? Und welche kleinen Details sollen auf den Taschen sein? Und dann habe ich wieder überlegt, okay, wo will ich verkaufen? Wie mache ich Produktfotos? Wie will ich mein Marketing gestalten? Und das war immer so ein Hin und Her. Und gar nicht so linear, wie es jetzt vielleicht erscheint. Aber bevor ich tatsächlich in diese ganze Planung gegangen bin, habe ich wirklich eine ganze Zeit mit diesem Schäfchen verbracht. Ich habe versucht, das Design noch so ein bisschen zu verfeinern und bevor ich überhaupt den ersten Stoff gekauft habe, habe ich mir das Schäfchen als Stempel drucken lassen und war total begeistert, als der Stempel dann ankam und ich habe wirklich alles gestempelt, was mir unter die Finger kam und es war so schön zu sehen, wie mein Logo mit dem Brandnamen Art van Draat verschmolzen ist und plötzlich ein Stempel war, also wirklich was Physisches, was man in der Hand hat. Kann. Und je öfter ich dieses Schaf gesehen habe, desto mehr ist es mir tatsächlich auch ans Herz gewachsen. Und es ist so ein kleiner Kumpel geworden, also wie so eine Art Maskottchen oder Partner in Crime, also so eine kleine Komplizin bei diesem Abenteuer eigenes Unternehmen starten. Und immer wenn ich mir das Schaf angeguckt habe, das da ja auch so ein bisschen drömmelig ist und mir irgendwie zu verstehen gibt, guck mich an, ich habe auch gerade Mist gemacht, ist nicht schlimm. Das hat mich wirklich aufgemuntert und ich dachte mir, dass dieses Schaf wirklich eine große Rolle spielen sollte bei Art van Draat. Denn ich glaube, wir können alle so einen kleinen Partner in Crime gebrauchen bei der einen oder anderen Handarbeit, der uns Mut macht. Und deswegen sollte das Schaf auch sehr präsent sein bei den Projekttaschen. Denn wenn der oder die Besitzerin auch mal Schwierigkeiten hat bei der Handarbeit, dann kann sie vielleicht das Schaf sehen und denkt sich, ach guck mal, das Schaf von Sarah van Draat, das erinnert mich daran, dass ich nicht alleine bin. Und dass es auch andere Leute gibt, die Mist machen und trotzdem weitermachen und aus ihren Fehlern lernen. Ja, trotz des Maskottchens habe ich natürlich mir immer wieder Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Und natürlich war das völlig unbegründet, denn ich hatte ja noch gar nichts produziert. Es wusste niemand davon, dass ich Art van Draat gegründet habe oder gründen wollte. Aber so ist unser Gehirn leider programmiert. Es möchte nicht gerne aus der Komfortzone raus und versucht uns dann Angst zu machen, Angst zu suggerieren, wenn man was Neues ausprobiert, wo es unsicher ist, wo man nicht weiß, was passiert, wie die Leute reagieren. Trotzdem wurde es mir in dieser Komfortzone dann doch irgendwann zu unbequem tatsächlich und ich musste es jetzt einfach wagen. Ich musste es machen, ich musste mich herausfordern und dieses Vorhaben wirklich anpacken. Und in dem Moment habe ich gedacht, so und jetzt setzt du dich an den Rechner und wirst dein Gewerbe anmelden und die ganze Steuergeschichte machen und so weiter und so fort. Und falls ihr auch Lust habt, mal so ein Abenteuer zu starten, dann gibt es hier auf YouTube einen super Kanal, der heißt Unternehmerkanal. Da findet ihr wirklich super, super viele Informationen von der Gründung bis zur Steuererklärung und so weiter. Also da könnt ihr wirklich eine ganze Menge lernen. Der Link ist wie immer in der Infobox. Ja, Ende 2021 war dann mein Gewerbe angemeldet und ab dem Punkt bin ich dann so richtig durchgestartet.
da hat es einfach wirklich Spaß gemacht. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich will den ganzen Prozess als Abenteuer sehen und nicht nur die Projekttaschen, die als physische Produkte dabei rauskommen. Und ab dem Punkt war ich wirklich so gelassen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin relativ sicher und gut im Nähen von Projekttaschen. Ich glaube, dass ich da eine gute Qualität erzielen kann und wirklich schöne Projekttaschen machen kann. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so die originelle Form haben, aber es ist was, was ich geschaffen habe und es ist ein erster Anfang. Und ich würde mich ja gern auch noch weiterentwickeln. Und von daher habe ich wirklich versucht, den Druck von der Orgel zu nehmen, wie Oma sagen würde. Und habe einfach drauf losgenäht. Und da sind die ganz unterschiedlichsten Projekttaschen entstanden. Und welche genau, das zeige ich euch jetzt mal. Die ersten Taschen, an denen ich mich versucht habe, die sind wirklich sehr süß geworden. Und das sind die sogenannten Sockenbeutel. Die Sockenbeutel sind relativ klein, wie ihr sehen könnt, also ein bisschen größer als mein Kopf. Und ich habe hier wieder ganz, ganz schöne Stoffe verwendet. Ihr könnt schon sehen, dass ich sie wieder abgesteppt habe, dass hier außen so ein richtig schönes Paspelband ist. Das erinnert mich immer an so schöne Smokinghosen. Die haben ja an der Seite auch immer so ein Paspel, glaube ich, tatsächlich. Außerdem hat die Tasche einen Tunnelzugverschluss. Hier könnt ihr schon mal das kleine Schäfchen sehen, das hier nochmal als Label dran ist. Und das könnt ihr natürlich abmachen, das könnt ihr auch dran lassen, aber das kann man nicht mitwaschen. Im Gegensatz zu dem anderen Label, das hier dran ist, auch da ist wieder das Schäfchen zu sehen. Und dieses Label ist aus SnapPep. Das ist ein Gemisch aus Zellulose und Latex. Und wenn ihr die Tasche wascht, ihr könnt die bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen oder natürlich auch per Hand. Je öfter ihr das wascht, desto mehr wird dieses Label wie Leder aussehen, aber ist natürlich kein echtes Leder. Und ich dachte mir, diese Projekttaschenform verdient ein Krönchen und deswegen habe ich hier oben noch ein bisschen extra Stoff dran gelassen, dass das ein bisschen so aussieht wie ein Krönchen, denn es ist ja auch ein Stück Kunstwerk, finde ich, nicht wahr? In der Tasche selber habe ich dann natürlich auch noch so einen kleinen Wächter eingebaut, der auf eure Strickschätze oder Wollschätze oder Häkelschätze oder Nähschätze aufpasst. Also, wie ihr sehen könnt, das ist also die erste Inkarnation der Sockenbeutel aller Art van Draht. Ich habe insgesamt 5 dieser Sockenbeutel gemacht und im Shop könnt ihr natürlich jede weitere Inkarnation genau anschauen. Als nächstes habe ich die Sockenbeutel noch ein bisschen weiter gesponnen und habe im Prinzip den Sockenbeutel genauso genäht wie vorher, nur dass ich hier eben an der Seite noch ein bisschen Stoff dazu genommen habe. Und zwar ist das so ein schöner karierter Stoff oder Gingham-Stoff, kann man auch sagen. Und diese Stoffe erinnern mich immer total an Picknick, an einen schönen lauen Sommerabend mit Weichkäse, mit Weißwein, mit Weintrauben und mit einem sehr sympathischen Mann an meiner Seite. Und deswegen habe ich diese Taschen Picknicktaschen genannt. Davon habe ich tatsächlich 2. Die sind ein bisschen größer als die Sockenbeutel. In den Sockenbeuteln könnt ihr natürlich Sockenprojekte verstauen, aber auch leichte Tücher oder vielleicht auch Babystrickprojekte, Babyhäkelprojekte oder sowas. Und hier ist schon ein bisschen mehr Platz, also hier passen garantiert 2 Paar Socken rein, beziehungsweise die Strickprojekte dazu. Oder eben auch schon ein bisschen größere Schals, vielleicht sogar auch ein Cardigan-Projekt. Also da geht schon ordentlich was rein. Auch hier habe ich wieder das Label vorne dran. Wir haben die Paspel an der Seite. Und das Ganze wird wieder mit einem Tunnelzug verschlossen. Das also die Picknickbeutel. Und natürlich haben wir auch mal den ein oder anderen großen Sweater in Planung. Ich meine, jetzt sind wir ja auf dem Weg in den Sommer und jetzt kommen die leichten Sommeroberteile, die nicht so viel Platz in Anspruch nehmen. Aber der Herbst und der Winter sind garantiert. Nicht unbedingt, was Schnee angeht, aber die warmen Stricksachen, die werden auf jeden Fall ab Ende August, Anfang September wieder gestrickt und dafür braucht man natürlich auch eine große Pullitasche und das ist die hier. Ihr könnt hier schon sehen, dass ich hier so ein bisschen gequiltet habe. Hier sind verschiedene Stoffbahnen miteinander vernäht worden. Wir haben wieder einen großzügigen Taschenboden und natürlich auch wieder das Paspelband und das Seidenband, das den Tunnelzug verschließt.
Hier auf der Seite habt ihr wieder das Art van Draat Logo als Qualitätsmerkmal, hoffe ich doch. Und innen drin habe ich auch wieder das Schaf als kleinen Schutzpatron für eure Handarbeitsprojekte. Ihr könnt auch schon sehen, die sind ganz schön groß im Vergleich zu so einem Sockenbeutel. Also da sollte schon mal eine ganze Menge reingehen. Natürlich könnt ihr auch mehrere Strickprojekte in einem Beutel verstauen. Ich habe ja auch so gedacht, dass diese Strickbeutelchen oder Stricktaschen auch so eine Art Mini-Hobby-Ecke sein können, dass wenn ihr vielleicht mal Murks macht oder Pause von einem Strickprojekt braucht und das nicht ständig sehen wollt, dass das hier natürlich sehr hübsche Hobby-Ecken sind, wo die Projekte entweder aufbewahrt werden oder ein bisschen in der bösen Ecke schmoren, bevor man sich wieder mit ihnen beschäftigt. Das war also die erste Kollektion, die ich fertig gemacht hatte. Das war, glaube ich, so Ende Januar 2022, dass ich mit diesen Taschen fertig war. Und irgendwie hat es mir noch so ein bisschen in den Fingern gekribbelt. Ihr wisst ja, dass ich ein Riesenfan von English Paper Piecing bin und deswegen mussten natürlich auch ein paar kleine Projekte mit English Paper Piecing in der Kollektion sein. Und die ersten Projekte, die ich mit English Paper Piecing gemacht habe, sind diese kleinen Beutelchen, die ich sehr aufwendig genäht habe. Es passt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge rein. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal so eine Kladde drinne. Ich habe mein Nadelmaß da drinne. Ich habe einen kleinen Lippenstift drin. Ich habe mein Maßband dabei. Ich habe auch hier meine Tasche mit der Schere drinne und so ein paar ausgewählte Nadeln, die man vielleicht für ein Projekt braucht. Und das hat hier locker Platz und das ist auch noch ein bisschen Platz für etwas mehr. Davon habe ich jetzt zwei Taschen gemacht. Eine geht nach links auf, eine geht nach rechts auf, wie ihr sehen könnt. Und sehr aufwendig mit English Paper Piecing verziert. Und dann auch mit der Nähmaschine nochmal so richtig grob drüber gegangen, einfach um dieses Muster nochmal so richtig schön hervorzuheben. Genau, das war dann aus der gleichen Stoffkollektion wie die Picknicktasche, der Sockenbeutel und der Pullibeutel. Und das sind ja nun sehr feminine, sehr blumige und sehr rosalastige Stoffe. Und ich wollte dem Ganzen noch so ein bisschen was Neutrales entgegensetzen. Ein bisschen was Modernes, Neutraleres. Und da habe ich eine ganz tolle Stoffkollektion gefunden, auf denen Eulen drauf sind. Und da sind dann noch weitere Projekttaschen entstanden. Und eine weitere Projektbeutelform ist hier entstanden, und zwar die Turnbeutel. Was? Turnbeutel? Da, wo meine alten stinkigen Sportschuhe drin waren? Nein, nein, nein. Turnbeutel, wie von Rapunzel. Die Taschen sind relativ hoch, aber dafür recht schmal. Und ich habe mir so gedacht, gerade wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Auto sitze, aber auch wenn ich zu Hause auf der Couch oder in meinem Kuschelsessel sitze und habe meist nicht so viel Beinfreiheit und muss auch häufig relativ weit runtergreifen, wenn ich irgendwas erreichen möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine schöne, schmale und hohe Tasche. Hier unten habe ich dann meistens meinen Garnvorrat drin und hier oben liegt dann mein Projekt drauf. Im Augenblick stricke ich gerade mal wieder an einem Cardigan, an einem Ankers-Cardigan. Ich kann ja schon mal ein bisschen verraten vor dem Podcast. Und der passt hier wirklich super gut rein. Ich habe hier unten meinen Garnvorrat, hier oben ist das Projekt drin und je mehr ich stricke, desto größer wird mein Cardigan und desto kleiner wird mein Garnvorrat. Von daher ist diese Größe wirklich gut für einen Cardigan oder für einen dünnen Pullover und für alles andere, was natürlich kleiner ist. Wie ihr hier schon an der Stoffauswahl sehen könnt, habe ich mich für diesen wunderschönen Eulenstoff entschieden. Bei diesem Täschlein ist es jetzt so, dass ich einen gelben Kordel und einen braunen Kordel habe. Ich dachte, ich bin ein bisschen nachhaltig und nehme das, was ich da habe. Und ich fand, das passt von den Farben ja auch ganz wunderschön zusammen. Von daher, wer dieses Täschlein von euch ergattert, dem wünsche ich ganz viel Glück mit diesen zweifarbigen Kordelsträngen. Und hier unten habe ich was ganz Besonderes. Und zwar ist das Kunstvelour. Also das ist so eine Art ja, Baumwollstoff, der aussieht wie Velour, Leder, ist aber fake und wird mit dem Tragen natürlich auch immer schöner. Hier oben habe ich jetzt darauf verzichtet, der Tasche noch ein größeres Krönchen zu machen. Ich finde, die Tasche hat an sich schon wirklich
viele Details, wunderschöne Details, ganz tolle Stoffe. Innen drinne, wie immer, der kleine Wächter und meistens helle Stoffe, damit ihr genau sehen könnt, was drin ist. Und neben den Eulen habe ich natürlich auch noch ein paar andere Muster. Aber welche Muster ich genau habe, das seht ihr dann natürlich auch noch in meinem Etsy-Shop. Und bei diesen Taschen ist mir eine Sicherung durchgebrannt und ich habe tatsächlich zwei Turmbeutel mit English Paper Piecing gemacht. Ta-ta-ta-ta! Hier sind sie. Ja, also wirklich Turmbeutel mit English Paper Piecing. Also eine Freundin von mir hat gesagt, du bist doch echt bekloppt. Also wie viel Arbeit steckst du denn bitte in deine Projekttaschen? Aber ich konnte nicht widerstehen und schaut mal, wie toll die geworden sind. Das ist wirklich so detailreich, so wunderschön. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht nur English Paper Piecing Taschen gemacht habe, weil die sind wirklich der absolute Knaller. Hinten habe ich noch mal so einen Punktestoff gewählt. Bei dieser Variante habe ich ihn jetzt noch mal abgesteppt. Hier unten haben wir wieder unser Fake Velour Leder und natürlich alle Details, die zu einer richtigen Art van Draht Tasche gehören. Die sind so granatenmäßig geworden, so grandios, dass es mir wirklich schwer fällt, mich von ihnen zu trennen. Aber wie bei jeder anderen Projekttasche hoffe ich natürlich auch, dass euch diese Täschlein viel Freude machen, viel Glück bringen beim Handarbeiten, dass ihr schnell durch eure Projekte durchkommt und nicht viele Fehler reinhaut. Und ja, ich liebe es einfach. Ich bin sowieso so ein Freund oder so eine Freundin von vielen kleinen Details. Hier könnt ihr noch mal die Variante mit dem braunen Boden sehen. Die habe ich jetzt nicht versteppt hier hinten. Die ist also ganz normal glatt. Und auch hier habe ich wieder Baumwollkordel mit einem Kordelzug verwendet. Ja, das sind wirklich die zwei ganz besonderen Taschen, die ihr ja sicherlich auch schon bei Instagram gesehen habt. Genau. Und das war's auch schon. Mehr habe ich nicht. Also nicht, dass es nicht viel wäre, aber oder viel sein muss. Aber ja, ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Als ich diese Taschen dann fertig hatte, war es ungefähr Anfang März, Mitte März. Und da hat sich wieder die zweifelnde Stimme in meinem Kopf gemeldet und hat mir wirklich übel zugesetzt. Also es war schon wirklich schwer, denn je öfter ich die Taschen gesehen habe, desto öfter habe ich gedacht, das ist doch nichts Besonderes. Das ist nicht gut genug vernäht. Die Taschen sind nicht schön genug. Die sind zu kitschig, die sind zu rosa, die sind zu blumig. Die nimmt dir noch niemand ab und du blamierst dich und du musst an so viele Sachen gleichzeitig denken und das schaffst du nie im Leben. Und ich erzähle euch das nicht, um hier Fishing for Compliments zu machen, ganz und gar nicht, sondern vielmehr zu teilen, dass es eben auch schlechte Tage gibt, wo man oder wo ich wirklich an mir gezweifelt habe und gedacht habe, also lass das lieber sein. Aber wie ich euch vorhin schon gesagt habe, das ist halt so das Ego, das versucht, mich wieder in die Komfortzone reinzuholen, weil ich natürlich nicht weiß, was kommt. Es kann natürlich sein, dass es ganz viel Kritik hagelt oder schlimmer noch, dass sich überhaupt keiner dafür interessiert. Und das alles sind Annahmen oder Erwartungen, die ich habe, von denen ich gar nicht weiß, ob das überhaupt passiert. Und das ist halt echt so ein fieses Selbstsabotageding, glaube ich, was bestimmt einige von euch auch kennen, die da kreativ tätig werden und sich dazu entschließen, die Arbeit öffentlich zu machen. Und um aus diesem Loch wieder rauszukommen, habe ich mal wieder so ein bisschen gelesen. Also mir hilft es wirklich immer ganz oft, YouTube-Kanäle zu schauen. Ich habe euch auf jeden Fall mal den Kanal von Ali ab Deal, glaube ich, heißt der, unten in der Infobox verlinkt. Der hat wirklich ganz, ganz viele tolle Tipps und Anregungen zur Produktivität, zum Kreativsein, aber auch mit solchen inneren Blockaden fertig zu werden. Das ist leider ein Kanal, der auf Englisch ist, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem versuchen, falls ihr nicht so fit in Englisch seid, da das eine oder andere für euch mit rauszunehmen.
Ich habe auf jeden Fall von ihm drei Bücherempfehlungen wirklich wahrgenommen, die ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Das erste Buch, das ich euch unbedingt in diesem Zusammenhang zeigen möchte, ist das von L. Luna, The Crossroads of Should and Must. In diesem Buch geht es um das Lernen eines kollektiven Wertesystems und wie dieses fremde Wertesystem uns tatsächlich davon abhält, wirklich ein freies Leben zu führen. Denn wenn wir groß werden, kriegen wir ja von unseren Eltern gesagt, das sollst du so machen und das sollst du so machen und das macht man so und nicht anders. Und bei mir ist das halt auch so ein Lebensthema gewesen, dass ich immer erwartet habe, dass die anderen von mir erwarten, dass ich einen bestimmten Beruf einschlage, dass ich studieren gehe und meinen Weg dann so mache. Und das waren aber alles immer so falsche Annahmen von mir, so unbestätigte Annahmen, die letztendlich mich so ein bisschen unglücklich gemacht haben mit meiner, ja, beruflichen Laufbahn. Und dieses Buch behandelt eben dieses Thema, wie man von diesen ganzen Solltes wegkommt und hin zu diesem Must kommt. Und sie beschreibt dieses Must, dieses Müssen, als diesen inneren Drang, etwas ganz Persönliches umzusetzen, auch wenn es vielleicht gegen Konventionen verstößt. Was weiß ich, in meinem Fall wäre das vielleicht, mich tätowieren zu lassen oder mir die Hälfte des Kopfes abzurasieren und die andere Seite pink zu färben oder so. Aber wenn das so ein inneres Bedürfnis ist, dass man das tatsächlich macht und über diese, das soll man aber nicht so machen und so hinauskommt oder auch in meinem Fall, mich jetzt selbstständig zu machen und ja, meine Arbeit öffentlich zu machen und mich damit auch so ein Stück weit auch verletzbar zu machen. Aber das Buch hier, das hat mir wirklich noch mal richtig Mut gemacht, einfach mal jetzt auszuprobieren. Und Elle ist eine Künstlerin, eine Malerin und eine sehr talentierte, wie ich finde. Und sie war früher, glaube ich, Juristin und hat auch erst diesen Weg eingeschlagen des Sollens und das Erwartungen erfüllen, bis sie dann irgendwann gesagt hat, nee, da ist in mir drin ist so eine große, so eine laute Stimme, die sagt, mach doch jetzt endlich mal das, was du schon mal immer machen wolltest. Und das hier ist wirklich immer mal wieder ein Mutmacher und das kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr da so ähnliche Herausforderungen zu bewältigen habt. Das nächste Buch, was ich euch noch vorstellen möchte, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, ist diesmal auch auf Deutsch. Und zwar ist das The War of Art von Stephen Pressfield. Und in diesem Buch geht es eben darum, wie man solche Widerstände zwischen Sollen und dem inneren Bedürfnis des etwas tun Müssens erkennen und überwinden kann, wie man auch kreative Blockaden durchbricht. Und das ist einfach wirklich unglaublich hilfreich. Hier hat er auch ganz viele Strategien für Schriftsteller, für Künstler und eben auch für kreative Startups, so wie Art van Draat. Und das letzte Buch ist wirklich sehr modern aufgezogen, sehr interessant gestaltet. Und zwar ist das von Austin Kleon. Das heißt Show Your Work. In diesem Buch geht es eben um die 10 Wege, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist an Leute adressiert, die überhaupt nicht gerne Selbstmarketing betreiben oder Selbstwerbung machen. Und er versucht uns eben von diesem Irrglauben zu befreien, dass die Arbeit für sich selbst spricht. Und wir haben heute eben so viele Möglichkeiten, den Prozess unserer Arbeit mit unseren Fans, mit unseren Zuschauern, mit unseren Followern zu teilen. Und wie man das eben interessant gestalten kann für sich selber, aber auch für alle anderen, die zuschauen. Das steht hier eben drinne und es ist wirklich super interessant geschrieben und macht das Thema Eigenwerbung wirklich sehr zugänglich und das hat nicht so eine Art Marketingmaschinerie hinter sich, sondern es ist wirklich, wirklich interessant aufgebaut und da sieht man dann auch mal solche großen Seiten, solche plakativen Sachen. Es sind viele Illustrationen dabei, die den Inhalt so ein bisschen, ja, begreifbar machen. Hier hat er einmal den Tag, den Monat und das Jahr auf der anderen Seite, um einen Inhalt klar zu machen. Und
Es ist wirklich super interessant gemacht. Ich finde auch das quadratische Format sehr originell und das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr noch ein paar Anregungen braucht, wie ihr auf eure Arbeiten aufmerksam macht. Ja, und diese Lektüre hat mir dann nochmal wieder so richtig Schwung gegeben für den nächsten Part, denn es reicht ja nicht nur, dass ich diese Projekttaschen genäht habe und dass sie jetzt alle dastehen, sondern es muss jetzt natürlich auch weitergehen. Und zwar mit der Produktion von Fotos, von Videos, von den Labels. Die Labels mussten dann natürlich auch noch an die Tasche und das hat mir nochmal wieder so richtig Schwung gegeben, da weiterzumachen. Und irgendwann war es dann soweit, dann war mein Etsy-Shop tatsächlich gefüllt mit meinen Projekttaschen. Ich habe die Bilder bearbeitet, ich habe die Videos bearbeitet, denn ihr wisst ja, ich mache einfach leidenschaftlich gerne Videos. Und es war natürlich besonders schön, eigene Produkte mal zu bewerben und ins schöne Licht zu rücken. Und wie ihr sehen konntet, habe ich wirklich erstmal mit mir bekannten Formen angefangen, weil ich eben gesagt habe, okay, das ist so ein komplexer Prozess. Es gibt so viel zu überlegen, so viel zu entscheiden. Wie sehen die Produkte aus? Wie sieht das Label aus? Wie ist meine Kommunikationsstrategie? Wie ist meine Marketingstrategie? Wie soll meine Tasche verpackt werden? Wo will ich überhaupt hin versenden? Auf welcher Plattform möchte ich verkaufen? Wie mache ich meine Steuern und so weiter? Also es ist ein unheimlich komplexer Prozess, wo ganz, ganz, ganz viele auch kleinteilige Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da habe ich zu mir gesagt, Sarah, probier es aus, lass dich nicht stressen. Die einzigen Erwartungen, die du erfüllen musst, sind die, die du an dich selbst hast. Und die kennst du nämlich auch ganz genau. Und ich mache das natürlich alles nebenbei. Ich bin ja auch noch hauptberuflich Vollzeit tätig. Also ich muss das irgendwie auch in so eine handhabbare Form passen. Denn ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man das alles nachhaltig gestalten möchte. Genauso ging es mir nämlich auch bei meinem Podcast. Ich hatte ganz viele große Ideen am Anfang, aber noch gar nicht so die Fähigkeiten, das alles so umzusetzen, wie ich es wollte. Und ich dachte auch, oh Gott, das hältst du doch nie durch und das hältst du doch nie auf diesem Level durch. Aber irgendwie funktioniert es, weil ich auch immer wieder versuche zu reflektieren und zu sagen, okay, an dem Punkt bin ich jetzt mal nicht 100% perfekt, aber dafür liefere ich was ab, was wirklich gut ist und darauf kommt es manchmal auch an. Es muss nicht immer 110% sein, sondern es reicht auch, wenn es 99,5% sind. So muss ich mich quasi immer wieder zur Raison rufen und ich glaube, das ist auch was, woran ich immer arbeiten muss. Das wird nicht weggehen. Ja, und vielleicht geht es euch ja auch so. Da kann ich euch wirklich nur raten, treibt es nicht zu doll, entspannt euch zwischendurch auch mal und habt vor allen Dingen wirklich Spaß an der Sache. Es ist eben wirklich auch so ein Bedürfnis bei aller Angst, die ich habe, dass was schief läuft. Und wenn es nur eine einzige Woche funktioniert oder einen einzigen Monat funktioniert, dann ist es für mich schon wirklich ein großer Erfolg, weil ich ins Handeln gekommen bin. Man kann sich natürlich viele Videos angucken, man kann sich viele Bücher anlesen, man kann das ganze Wissen horten, aber wenn man nicht in die Handlung kommt, wenn man immer nur darüber nachdenkt, dann ist ja auch nichts gewonnen. Dann hat man das ganze Wissen und ist vielleicht noch frustrierter, weil man eigentlich wüsste, was man tun müsste, um an den Punkt zu kommen, dass man dieses innere Bedürfnis nach außen kehrt und wirklich was erschafft. Und vielleicht hilft es euch ja auch, diesen letzten Schritt zu gehen und wirklich zu wagen,
mal was ganz Eigenes auf die Beine zu stellen, was nur für euch ist und was ihr vielleicht irgendwann auch mal mit der Welt teilen möchtet. So tief wollte ich jetzt eigentlich gar nicht werden. Ich wollte euch eigentlich nur von meinen Taschen erzählen und wie glücklich ich damit bin. Aber es steckt eben mehr als nur ein Stück Stoff oder mehr als nur ein Stück handgefärbte Wolle hinter einem Label oder hinter einem Produkt, genauso wie Strick- oder Häkeldesigns. Aber es ist natürlich auch immer mit Wünschen und Ängsten und einer gehörigen Portion Mut verbunden, wenn eine kreative Person beschließt, wirklich mit ihren kreativen Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen und ja, sich dadurch auch verletzbar zu machen. Aber es bietet eben auch eine wahnsinnig große Chance, endlich nach dem zu streben, was man selber so als Wert für sich verinnerlicht hat. Ja, meine Lieben, und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch wissen, ab wann und wo ihr diese tollen Projekttaschen findet. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe einen Etsy-Shop eingerichtet, der heißt Art van Draht. Und den Link dazu findet ihr natürlich in meinen Instagram-Profilen @artvandraht, aber auch bei @sarahvandraht. Und ab dem 8. Mai könnt ihr die Täschlein kaufen, wenn ihr wollt. Diese kleinen Glücksbringer oder Hobby-Ecken, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ja, es würde mich wirklich sehr freuen, wenn euch die Taschen gefallen und wenn ihr vielleicht euch entschließt, eine davon zu kaufen. Und das war es auch schon mit diesem Making of Art van Draht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich laut sage. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns doch hoffentlich auch im nächsten Video wieder, denn der nächste Podcast ist schon um die Ecke. Bis dahin und alles Gute. Tschüss.